Videoschnitt meiner Radtouren, meiner Radreisen, ein Making-of sozusagen. Ja, ich hatte es ja im letzten Video angefragt, ob da überhaupt Interesse besteht. Und ja, ich bin ganz begeistert. Es sind doch einige Kommentare eingedrudelt. Es besteht offensichtlich doch großes Interesse. Und ja, es freut mich. Ja, wer mich noch nicht kennt, bin Matthias vom Kanal Saftrad. Ich fahre mit dem E-Bike durch die Gegend und filme mich, filme die Landschaft, quatsche und mache Videos draus. Ja, und lade die dann zum YouTube zu, nach, ja, auf YouTube. Also da, wo ihr jetzt gerade reinguckt. Ich habe mir das schon länger mal vorgenommen, aber jetzt war Anlass ein Kommentar von Knurps1000, vielen Dank dafür, der danach fragte, ob es irgendwo eine Quelle gibt, wo man sieht, wie ich meine Videos schneide. Ja, es soll weniger ein Tutorial oder eine Anleitung sein, da gibt es genügend auf YouTube, sondern eher möchte ich zeigen, wie ich meine Videos schneide. Es ist ja nicht so, dass ich meine Videos out of the camera in die Timeline packe und ja, das hätte ich an zwei Abenden erledigt. Nein, ich sitze noch eine gewisse Zeit dran und verfeinere das noch ein bisschen. Dabei kommen natürlich auch einige Ideen immer wieder, auch wenn ich die Szenen mehrfach anschaue. Und ja, das möchte ich in diesem Video insbesondere zeigen. Ja, gerade am Anfang hatte ich überlegt, wie gehe ich mit der Situation überhaupt um? Das ist ein älteres Video aus 2021. Wie bringe ich das überhaupt an den Mann, auf den Markt, wollte ich schon sagen. Ja, ich wollte kein Voice-Over machen, in dem ich erkläre, jo, ich habe ein altes Video, oh, schaut doch mal rein, sondern dachte mir, ja, das musst du irgendwie anders rüberbringen. Dazu hatte ich halt die Idee mit dem Intro. Auch wenn hier nicht alles wie zum Beispiel Color Grading behandelt wird, dann ist es doch ein relativ langes Video geworden. Ich glaube, 1 Stunde 20 Minuten. Und wenn ihr euch das nicht alles antun wollt, was ich natürlich auch verstehen kann, dann schaut doch mal bitte in die Sprungmarken. Da ist relativ weit am Ende eine Szene, wo ich auf die Schiffsschraube zufahre. Da habe ich 11,5 Minuten lang erklärt, wie ich aus einer 34-Sekunden-Szene eine 10-Sekunden-Szene mache. Ja, ich finde, die ist mir ganz gut gelungen. Und die zeigt so die typische Arbeit, die ich hier mit dem Videoschnitt mache. Bevor es aber damit losgeht, gehe ich nochmal darauf ein, welches Equipment ich unterwegs benutze, welche Kamera, welche Hardware habe ich hier zu Hause zum Videoschneiden, welche Software benutze ich. Und da wollte ich nochmal kurz erwähnen, welche Videoschnittsoftware ich Anfänger empfehlen würde, die ich auch benutzt habe. Ganz am Ende dieses Videos gebe ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Aber zunächst möchte ich erstmal auf die Ausrüstung zu sprechen kommen. Das ist natürlich erstmal der Klassiker, die GoPro hier mit dem Media Mod. Hier könnt ihr mal mein Arbeitszimmer sehen. Und genau, da ist halt dieser nervige Media Mod dran. Ich hau den mal raus. Hier kann man hier so rausziehen. Hier ist unten ein USB-C-Anschluss, der verbindet sich hiermit. Und damit hat man halt weitere Anschlussmöglichkeiten hier. Kann man halt das externe Mikrofon anschließen. Genau, dazu kommen wir schon zum Mikro. Dazu habe ich hier meine Sender und Empfänger. Das ist das Wireless Go mit 2 Sendern. Das ist ganz praktisch, wenn man mal zu zweit fährt, kann der andere Mikrofon dran haben und ich. Und das kann man nachher im Stereoton unten in der Videospur, in der Audiospur, sage ich mal, dann zusammenschneiden und auswählen, wer wann spricht. Ist natürlich für mich, wenn ich alleine fahre, auch praktisch, wenn mein Sender leer geht. Dann kann ich einfach den Sender wechseln, denn der Empfänger hält etwas länger. Mittlerweile gibt es auch gute andere Systeme. Ich habe das noch, das funktioniert noch, bin damit recht zufrieden. Dann habe ich noch ergänzend die Sony ZV-1. Das ist auch eine Vlogging-Kamera, die filmt mich jetzt gerade. Die benutze ich, um, wenn ich mal Blümchen filmen will oder halt nur am Stand Blümchen filmen will oder mal einen Kirchturm näher ranholen will, dann kommt die Kamera im Einsatz. Damit filme ich dann allerdings im HLG3-Modus. Das heißt, es ist ein 10-Bit-Modus, was ich auf jeden Fall nachbearbeiten muss. Bringt mir aber zusätzliche Videoqualität. Dann habe ich noch eine Drohne, eine DJI Mini 1 ist das noch.
Die habe ich jetzt aber verkauft, weil ich der Meinung war, du brauchst sie nicht. Ich habe die jetzt auch anderthalb Jahre nicht mehr benutzt. Die letzte Szene war auf der Via Claudia Augusta, wo ich ja am Molvino-See war. Ja, ich habe sie kaum benutzt, also verkauft, und deswegen haben wir jetzt auch eine neue gekauft. Eine Mavic 4 Pro. Also dieses Jahr gibt es wieder mal Aufnahmen von oben. Dann, ja, und dann nehme ich ab und zu tatsächlich mal mein Handy. Ich habe jetzt hier das Pixel 8 Pro gekauft. Das wird auch meine Videoaufnahmen manchmal ergänzen, wenn ich gerade die GoPro nicht zur Hand habe oder... Ja, wenn ich jetzt unter der Dusche, also wenn ich mal in die Sanitäranlagen gehe und da mal kurz was filmen will und ich die GoPro nicht dabei habe, dann kommt auch mal das Pixel zum Einsatz. Wer jetzt aber tatsächlich überlegt, mit dem Handy Videos zu machen, was ich auch sehr empfehlen kann, dann nimmt doch bitte das iPhone. Das ist von der Qualität her doch nochmal eine Nummer besser. Ja. Das unterwegs, da kommen natürlich einige Kabel noch dazu, Ladegerät, Powerbanks. Ich habe das alles in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal reingucken, wie das eben nicht alles vor die Kamera halten. Ja, hier zu Hause schneide ich an einem Mac Mini, ganz klassisch mit einer Apple-Tastatur und dazu am Trackpad. Das Ding ist so geil. Damit macht das richtig Spaß. Also ich hatte zunächst, also bis vor anderthalb Jahren ungefähr, auf einem MacBook geschnitten. MacBook 13. Das ist noch einer mit Intel-Chip. Also der kann echt, ich sag mal, der, wenn man einmal Mac Mini mit M1 oder M2 Prozessor gesessen hat, oder jetzt gibt es ja M3, dann will man mit Intel nichts mehr zu tun haben. Damit hatte ich lange geschnitten, auf dem Sofa, direkt auf dem Sofa, Ding auf dem Schoß und meine Videos geschnitten. Dazu braucht man auch keine Maus. Das Trackpad bei den Apple-Geräten ist einfach so gut. Ja, man kann eine Maus dazu benutzen. Ich brauche es nicht. Ich habe meine Gesten und damit komme ich gut klar. Ja, sitze hier an zwei Bildschirmen. Habe hier noch ganz neu ein Thunderbolt-Interface mir zugelegt, um halt mehr Anschlussmöglichkeiten zu haben. Jetzt insbesondere hier für dieses Video. An Software benutze ich Final Cut Pro. Ich liebe das Programm. Das macht einfach so einen Spaß. Es stürzt so gut wie nicht ab. Und wenn das mal abstürzt, mir ist in den letzten Jahren noch kein einziger Arbeitsschritt irgendwie verloren gegangen. Und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich mit Adobe Premiere Pro geschnitten habe am Windows-PC. Ich habe meine Urlaubsvideos geschnitten, nie veröffentlicht, nie fertiggestellt. Und da ist mir einmal das Programm abgestürzt und der Ton war unwiderruflich verschwunden. Ich habe vieles versucht, aber es nicht wieder hingekriegt. Deswegen, ich bin, seit ich den Mac habe, super zufrieden. Die Dinger laufen, die sind halt super abgestimmt auf Final Cut Pro. Ich weiß, dass es mit DaVinci Resolve auch gut läuft und das Programm super ist. Es hat aber deutlich höhere Ansprüche als Final Cut Pro. Und ich liebe meinen Final Cut Pro, das hat alle Funktionen, die ich brauche. Es gibt so viele Plugins dafür. Inzwischen ist das auch einiges mehr geworden. Und angefangen hatte ich, glaube ich, so 2005 mit einem weißen Plastik-MacBook. Das war noch mal nicht mal ein Pro. Und beim Mac wird ja immer dieses iMovie mitgeliefert. Und damit habe ich auch angefangen. Und das war super einfach. Man hat super schnell seine Videos zusammengebaut. Und irgendwann hat mir der Funktionsumfang nicht mehr ausgereicht und bin dann umgestiegen auf Final Cut Pro. Und da fällt der Einstieg relativ leicht, weil das ähnlich aufgebaut ist. Ja, ich kann es jedem empfehlen, wer anfängt, Videos zu schneiden, kauft sich den kleinsten, günstigsten, am besten aber doch mit 16 GB Arbeitsspeicher, Mac Mini oder ein MacBook Air, iMovie. Und du bist völlig gut ausgestattet, um 4K-Videos völlig flüssig schneiden zu können. Ja, dann starte ich mal mit dem Making-of. Das war vor etwa 4 Wochen. Also bitte nicht wundern, wenn ich gleich etwas kürzere Haare habe. Hier in Final Cut Pro angekommen, möchte ich nicht näher auf die Dateistruktur eingehen, weil das schon sehr speziell ist. Ich finde es gut gelöst hier, aber... Ja, man muss sich erstmal damit beschäftigen, was Mediatheken sind, was Projekte sind, was Ereignisse sind und so weiter. Wie das mit dem Importieren funktioniert, ohne dass man die Clips jetzt doppelt hat.
Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil das, wie gesagt, sehr speziell ist. Ich habe jedenfalls hier drei Mediatheken geöffnet, links. Das ist einmal das Projekt, das ich jetzt schneide, also die, wie ich mein Video mache. Das zweite ist das Projekt mit der Müritz, das wir jetzt gleich bearbeiten. Und hier habe ich noch einen Ordner oder Mediathek mit den Vorlagen, die ich immer wieder verwende. Wie zum Beispiel hier mein Saftrad-Intro. Das packe ich dann einfach mit rein. Oder das Outro. Ganz interessant hier meine TV-Störung. Da bin ich immer ganz stolz drauf. Da habe ich einige Zeit gebastelt, aber ich benutze das auch schon seit 2 Jahren jetzt. Hier, zack, das geht ganz schnell. Naja, jedenfalls geht es jetzt erstmal wieder zurück. Ich muss hier mal das Projekt schließen. Muss ich nicht, kann ich aber. In das Müritz-Projekt. Hier habe ich auch schon alle möglichen Dateien importiert. Das sind auch Fotos von früher, von 2018, wo ich schon mal da war, oder 2008. Die fließen da immer mal so ein bisschen mit ein. Dann habe ich auch so ein paar Stockfotos von der Sujanka. Die ist da drin. Ja, genau. Das gibt es bei Pexels übrigens. Kann man sich kostenlos Videos und Fotos laden. Pexels.com ist kostenlos. Und es gibt da überhaupt keine Einschränkungen. Man kann den Inhabern oder den Erstellern der Videos und Fotos auch was spenden, wenn man möchte. Das habe ich auch schon gemacht. Das Erste, was ich mache, ist natürlich hier ein Projekt eröffnen. Ich nenne es mal Demo 1, weil ich schon angefangen habe. Zeige ich nochmal, wie ich von vorne jetzt anfange. Ich stelle hier auf 4K. Die Framerate ist ganz wichtig. Die sollte angepasst sein an die Framerate der Clips der Kamera oder Kameras. Wenn ihr mehrere habt, dann sollten die gleich eingestellt sein oder zumindest ein Vielfaches der Framerate der anderen Kamera. Ja, um zu sehen, wie lang das Video überhaupt wird, füge ich erstmal alle Clips in die Timeline ein. Dazu markiere ich alle und sehe, ich lande hier bei 1 Stunde 33 Minuten allein für den ersten Tag. Gut, hier sind jetzt auch ein paar Kartenanimationen reingerutscht und auch ein Video, was ich falsch einsortiert hatte, was aber auch im Video auftaucht. So, okay, das wäre der Tag 1. Ich lösche das alles wieder und füge mir jetzt mal den Tag 2 ein. So, da komme ich jetzt auf 18 Minuten, das stimmt nicht ganz. Ich habe jetzt nicht alles richtig ausgewählt. Da jedenfalls sehe ich dann erstmal und habe einen Überblick, ja, was mich so erwartet an Arbeit. Ja, dann füge ich einen Clip nach dem anderen in die Timeline an. So, schauen wir uns den ersten Clip mal an. Oh, hier habe ich aus Versehen die Kamera falsch eingestellt gehabt. Egal, ich füge den Clip in die Timeline ein. Könnte ich ja eventuell gebrauchen. So, gehe in den nächsten Clip. Ja. So. Bis hierhin, dann kommt ein Schwenk, mag ich nicht so gerne. Deswegen setze ich hier den Outpoint und füge den in die Timeline ein. Gehe nochmal ein Stück weiter. Blick nach vorne ist vielleicht ganz interessant. Wo hört der Schwenk auf? Hier. Hier merkt man nochmal so einen kleinen Ruckler. Das liegt an der GoPro. Die hat ja eine Stabilisierung und rastet dann irgendwann ein, wenn sie merkt, hier kann sie stabilisieren. Ich versuche das immer rauszuschneiden. Wo ist der Punkt? So, hier. Inpoint. Hier schwenke ich rüber. Okay. Bis hierhin einfügen. Nächster Clip. Hier sieht man schon meine Auswahl. Also, ich habe ausgewählt hier, wo die Sonne reinkommt. Das ist ja ganz schön so. Genau, dass man das ab hier sieht. Und dann, ja, man weiß nicht, ob man es gebrauchen kann. Vielleicht mache ich ja noch ein Voice-Over oder ich spiele Musik ein. Wenn ich es auf den Takt schneide, sollte es passen. Da habe ich ein bisschen Fleisch dann. Also,
kommt das so in die Timeline rein. Nächster Clip. Feuer auf der Straße. Hier genau das Gleiche. An dem gelben Rahmen sieht man, wo ich schon meine Auswahl getroffen hatte. Ja, hier schwenke ich nach oben, also geht das so rein, wie es hier schon markiert ist. Ja, hier bin ich abends angekommen. Jetzt zeige ich noch mal eher eine Szene, wo ich auf dem Fahrrad sitze. Jo, hier fahre ich Rad. Also, ich schneide den Grobschnitt komplett mit der Tastatur. Das heißt, ich drücke L fürs Abspielen. Oder Leertaste geht auch. J für rückwärts, K für anhalten. Das liegt alles nebeneinander. Mit I setze ich einen Inpoint. Mit O einen Outpoint. Mit K kann ich anhalten. Mit E füge ich ein. Das sind vier Tasten plus die Pfeiltasten oben und unten, die ich benutze, um damit kann ich komplett den Grobschnitt machen. Das erleichtert einen ja schon die Arbeit, wenn man immer zur Maus greifen muss. Vor allem kann ich auch mit Doppel-L, dreimal L den Clip auch beschleunigen, K anhalten, mit J wieder zurück oder mit K gedrückt halten, L drücken, kann ich Frame für Frame nach vorne gehen. Mit K gedrückt halten, J drücken, kann ich Frame für Frame zurückgehen. Gut, da laber ich viel. Ich gebe am Anfang, ich sehe das hier an den Waves, wo ich anfange zu labern. Da setze ich den Endpoint. Mach erstmal einen Grobschnitt, ich denke mal, das kann ich alles gebrauchen. So, vielleicht auch ein bisschen Videomaterial hinterher. Nee, da fange ich an zu schwenken. Okay, ab hier, Outpoint. Einfügen in die Timeline. Nächster Cut. Okay, das ist jetzt nicht so spannend. Also da, das kann man wegnehmen. Da fange ich an zu labern. Also Inpoint. Okay, hier schwenke ich. Das nehme ich raus. Hier gucke ich gerade noch so Richtung Kamera. Das ist immer ganz gut. So, hier Outpoint einfügen. Vielleicht finde ich ja noch einen Bäcker. So, hier sage ich was auch. Ja, jetzt. Vielleicht finde ich ja noch einen Bäcker. Nehme ich das auch noch mit rein. Jetzt fange ich an zu schwenken. Hier fängt die Kamera an zu kippen. Das will ich nicht haben. Also Outpoint einfügen. Kommt da noch was Spannendes? Nö. Ah, da habe ich wieder angefangen zu meckern. Ich kam ja gerade von der Via Claudia Augusta zurück. Ich war gerade mal 3 Tage zu Hause. Und naja, im Flachland fahren und nur das Wochenende am Montag wieder arbeiten. Ich war nicht so gut drauf. So. Okay. Brötchen essen, okay. Outpoint einfügen. So, jetzt hier kommt noch ein Schwenk. Ja, hier sieht man, dass das Bild schief ist von der GoPro 9. Die hatte noch nicht so eine ganz gute Ausrichtung, aber wenn man die Kamera bewegt hatte, also stark bewegt hatte. Daher muss ich das noch ausrichten. Aber es ist ein schöner Blick mit Pflanzen im Vordergrund. Das nehmen wir mit. Oder nehmen wir den Schwenk mit. Nee, der ist nicht wirklich gut. So, Outpoint einfügen. Ausrichten tue ich später. Also ich konzentriere mich jetzt tatsächlich nur auf den Grobschnitt. Ich mache das jetzt nicht im Einzelnen nochmal. Ich habe das alles schon grob geschnitten soweit. Will es aber nochmal demonstrieren. Also hier habe ich den Filmgestein, den Filmgestein, der den Stein gefilmt. Okay. Ja, komischer Ruckler hier. Das will ich nicht haben. Hier ruckelt es wieder. Da bleibe ich hier. Letzten Outpoint. So, nächster Clip, Schwenks. Zu starke Schwenks vermeide ich im Video. Ja,
Dann lieber harte Schnitte. In Point. Brötchen ist gegessen oder die Brötchen sind gegessen. Ich war duschen, ich habe geschlafen. Also steht nichts mehr im Weg, jetzt mal loszufahren. Ich glaube, das lasse ich raus. Das ist so ein dummes Gelaber. Okay, ich lasse mal drin erstmal. Audio wird noch ein bisschen beschnitten. Das werde ich dann aber später im Feinschnitt machen. Hier nochmal eine Fahrszene. Ja, keine 3 Tage zu Hause. 3 Tage arbeiten, muss die wieder los. Okay, da rede ich wieder. Ich sehe das hier an den Wellenformen, wo ich rede. Da fange ich an zu schneiden. So, das muss ich mir jetzt nicht anhören. Da spreche ich nicht, das könnte man rausnehmen, aber das mache ich nachher im Feinschnitt. Hier schwenke ich, das will ich nicht haben. Ja, hier schwenke ich schon, aber das ist noch Ton, das schneide ich noch mit rein, weil nachher fehlt mir der Ton. Obwohl, ich könnte es da wieder langziehen, aber... Na, ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. Und es geht dann morgen weiter. Den Grobschnitt habe ich jetzt soweit abgeschlossen. Ich habe sämtliche Clips von beiden Tagen in das Video eingefügt, in die Timeline eingefügt. Und es sind jetzt, hier sieht man es, eine Stunde 20 Minuten geworden. Das waren ja vorher eine Stunde 30 für den ersten Tag, für den zweiten Tag 18 Minuten. Da waren noch ein paar Clips, die fehlten. Also ich habe etwa aus einer... Nee, waren das 120 Minuten, habe ich jetzt 60 plus 20 sind 80 Minuten gemacht. Jo, ich zeige nochmal die gesamte Timeline, so sieht das jetzt aus. Ich habe hier schon etwas rumgespielt mit so ein paar Effekten, aber letztendlich habe ich jetzt nur den Grobschnitt gemacht. Was erstmal hier auffällt, ist, dass manche Clips orange sind und manche blau. Ich zoome hier mal ran. Und zwar habe ich teilweise die Aufnahme mit dem Rode Wireless Go gemacht und teils mit dem MediaMod direkt. Hier hört man das Rauschen. Kein Windschutz. Und hier habe ich noch mit dem Rode Wireless Go aufgenommen. Ich habe das entsprechend die Audiorollen zugewiesen. Also ich habe hier mir eine Audiorolle GoPro angelegt und eine Rolle zugelassen im Original, so weiß ich, dass ich hier den Ton anders behandeln muss. Das heißt, ich habe mir Presets angelegt für die verschiedenen Mikrofoneinstellungen. Da habe ich jetzt vor kurzem wieder ordentlich Zeit reingesteckt, um für die bestimmten Kamerasituationen den Ton anzupassen. Dementsprechend kopiere ich mir die Presets direkt in die Clips rein. Gehen wir doch mal direkt in die Minute 7. Dazu drücke ich hier einfach auf die Zeit und gebe einfach die Zeit ein, zu der ich springen will. So, das ist hier ein Clip. Der ist mit der GoPro aufgenommen. Man sieht hier rechts unten beim Audiopegel, dass nur der linke Kanal ausschlägt. Das kommt daher, ich habe mit dem Rode Wireless Go, also mit einem Mikrofon aufgenommen, aber auf einer Stereospur. Das heißt, ich muss erstmal hier auf Dual Mono gehen und kann den zweiten Kanal, wo hier eigentlich auch nichts drauf ist, kann ich ausschalten. So, jetzt schlägt der unten auf beiden Kanälen aus. Ich kann natürlich jetzt mehrere Clips kopieren und diese Einstellung, bei einem habe ich es gemacht, beide Einstellungen hier gleichzeitig ändern, so dass ich das nicht jedes Mal machen muss. Ja, dann kopiere ich mir einfach jetzt das Preset von meinem Rode Wireless Go, das ist das hier, einfach auf die Clips. Und schon ist der Ausschlag hier auf minus 6 eingestellt. Das ist so, ja, meine Einstellung. Sollte man auf jeden Fall, muss man unter 0 bleiben. Und bei minus 6 ist eigentlich optimal. Musik pegel ich dann auf minus 12 bis minus 20 ein. Hier hört man ein deutliches Klacken. Das gehört. Ich weiß nicht, ob man es über den Lautsprecher hört. Ich mache mal lauter, weil der Ton kommt über dieses Mikrofon, in das ich reinspreche. Hat man gehört? Ja, vielen Dank nochmal. So, wieder leiser machen. Ja, deswegen muss man, oder mache ich das auf jeden Fall, dass man hier die Audiospuren
entsprechend einfadet. Ich will einfach mal Doppelklick hier drauf und fade die Spuren hier ein und aus. So, damit wäre es behoben. Ich mache das aber einfacher. Und zwar gibt es den Befehl Option T. Und warum klappt das jetzt gerade nicht? Ich bin gerade schon fast verzweifelt, warum die Funktion Option T nicht funktioniert. Ich habe mir einen Shortcut vor kurzem angelegt, einfach nur Y. Und damit kann ich diesen Crossfade ausführen. Also ich habe hier nochmal die Situation mit dem Klack, das kommt ab und zu mal vor. Nochmal. So, um das zu beheben, brauche ich einfach nur die beiden Clips markieren, Y drücken, da wird ein Crossfade eingefügt. Ich zoome mal näher ran, damit ihr wisst, was ich meine. Also er hat die beiden Audiospuren übereinander gezogen und dann entsprechend den Pegel überlappend, also einmal ausgeblendet und einmal eingeblendet, so dass es hier nicht mehr zum Klacken kommt. Das mache ich einfach. Ich markiere den gesamten Film und gebe Y ein und dann hat sich das in der Regel für den gesamten Film. Es kann mal sein, dass einzelne Clips das nicht können, weil vielleicht nicht genügend Material da ist. Dann muss ich damit leben oder schneide am Anfang ein paar Frames raus. Ja, das wäre dann die grobe Audiobearbeitung. Und jetzt kommen wir doch mal zu meinem Intro. Wie gesagt, ich habe ein altes Video aus dem Jahr 2021 und hatte überlegt, ja, wie kündigst du das an? Du musst natürlich klar machen, das ist ein altes Video, ist ja nicht aktuell. Wir haben jetzt noch Februar und es hat stattgefunden im Spätsommer. Ja, und dass es letztes Jahr nicht war, ist auch klar, da konnte ich noch nicht so richtig fahren. Und ich spreche von der Via Claudia Augusta. Also, okay, ein alter Film, da fiel mir ein. Ach, könntest ja so tun, als wenn du in den Keller gehst, deine alte verstaubte Festplatte rausholst und das Video dann entsprechend bearbeitest. Ja, so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe ungefähr eine Stunde im Keller gedreht. Es hat tatsächlich eine Stunde gedauert für so ein paar Einstellungen. Ihr habt ja sicher das Video jetzt gesehen, was vor kurzem online gestellt wurde. Ich zeige es nochmal kurz. So, hier gehe ich in den Keller. Hier habe ich auch einige Effekte, also das ist die Originalton. Da habe ich noch einen Hall eingestellt, so ein bisschen gruseliger zu machen. Dramatische Musik. Ja, hier sieht man die Festplatten von hinten im Keller und ja, dann puste ich Staub weg. Ja, das ist Mehl. Da habe ich Mehl genommen und ist ein bisschen drauf verstreut. Also so staubig ist es bei mir im Keller auch nicht. Hier ist einfach schön, wenn ein Video etwas spannend beginnt und nicht langweilig. Ja, wisst schon. Ja, jedenfalls macht mir das halt auch Spaß. Also ich habe da echt Spaß dran an solchen Sachen. Mehr als teilweise halt langweilige Szenen zu schneiden, wo ich nur am Rumnörgeln bin. Ja, dann verbessere ich halt auch das Video oder die Schnitte. Ich gucke mir das jeden Tag mal an, nachdem ich das fertig geschnitten habe und schon ganz woanders weiterschneide und ändere da teilweise noch was dran. Da kommt mal noch ein bisschen Effekt dazu oder mal eine Überblendung, wo mir auffällt, ach, hier passt das vom Timing her nicht so gut oder kürzt noch ein bisschen. Aber letztendlich können wir noch mal kurz reinhören. Hier ist auch eine Stelle. Da kommt dieses Wumm und das habe ich halt entsprechend so gelegt, dass in dem Moment halt gerade die Tür aufschlägt. Also hier unten sieht man auch, da habe ich den Ton nochmal ein bisschen angehoben. Der ist bei minus 11, hier ist die Musik bei minus 7, dann, dass da nochmal ein bisschen Wumms reinkommt. Genau, hier habe ich mir entsprechend Marke angelegt, dass ich die übereinander lege. Hier habe ich dann aber später festgestellt, das passte nicht so genau. Ja, ich nehme das schon ziemlich genau alles und ja, es macht mir Spaß, also da bin ich da richtig verrückt und finde das aber geil, wenn es funktioniert. Ja, es ist jetzt so Pseudo-Horror hier, aber
Ja, was habe ich für Effekte drin? Und hier habe ich nochmal eine Einstellungsebene drüber gelegt. Da habe ich eine bestimmte LUT drüber gelegt. Also der LUT ist eine Lookup-Table. Das heißt, das sind bestimmte Voreinstellungen an Farben und Helligkeiten und so weiter. Hier gibt es sogar ein Rauschen mit drin, ein leichtes Rauschen. Und genau, das heißt M-Light Diffuse. Nee, M-Light Diffuse ist ein leichter Lichteffekt. Das sieht man hier am Anfang. Links und rechts hier von dem Fenster, ja, gibt es halt so einen Lichteffekt, wenn ich den mal ausschalte. Ja, sieht ein bisschen schnöde aus, so sieht es etwas spannender aus. Das sind so Dinge, die fallen mir dann am nächsten Tag ein. Also wo ich denke, oder was weiß ich, tagsüber mal auf dem Klo habe ich mal ganz gute Ideen, wenn ich mein Handy mal nicht dabei habe unter uns. Ja, dann habe ich noch eine leichte Vignette drüber gelegt. Hier, das ist die, damit mehr der Fokus auf die Mitte ist. Hier ist die LUT drin. So sieht der Farbton normalerweise aus. Ich habe nochmal etwas, ja, ein bisschen mehr Kontrast drin. Und ja, das war es dann, glaube ich, auch. Ja, und das Ganze endet dann, ja, ich lege ja die Platte, die Festplatte in meine NAS ein. So. Und dann simuliere ich, dass das Video so langsam anfängt zu arbeiten, dass es sich irgendwie, ja, fängt, keine Ahnung, oder eingelesen wird. Da habe ich hier so einen Glitch-Effekt drüber gelegt. Der liegt direkt auf der LUT drin. Das sind hier Glitch-Effekte, immer Glitch 23 und 22. Ich kann es mal ausschalten, damit es klar wird, was das ist. Ja, als wenn der Film noch nicht so richtig eingelesen worden ist. Und dazu habe ich hier das Video genommen am Anfang, wo ich die Kamera falsch eingestellt hatte, wo ich auf Timelapse eingestellt hatte. Das habe ich dann hier verwendet. So, und dann fange ich an, eine kurze Vorschau. Also ich verwende dieses Intro jetzt als Vorschau für das Video. Und die Idee fand ich dann auch ganz klasse. Na. Ach, das ist doch eine Version, wo ich das noch nicht gemacht hatte. Moment. So, jetzt habe ich die richtige Datei geöffnet. Ich habe mal immer Zwischenstände abgespeichert. Und habe jetzt die richtige mit den Vorschauen. So, da habe ich immer ganz kurze Clips. Die sind gerade mal 7 Frames lang. Also immer 7, das sind nur 7 Bilder. Ich habe die alle reingeschmissen und dann mit Ctrl-D auf 7 Bilder eingestellt. So, dass die... ja, alle nur 7 Frames dran lang sind. So, jetzt musste ich das Video so lang ziehen, dass es genau hier auf dem Punkt, wo der Schlag kommt, aufhört. So, jetzt kommt gleich Bumm. Und da geht jetzt der normale Film los. Aber das wäre jetzt ein bisschen langweilig. Also das wäre jetzt so eine Spannung aufgebaut und der Film würde völlig abfallen. Da habe ich auch schon weiter dran gearbeitet. Nächste Version. So. Hier, Moment, ich spule mal ein Stück zurück. Jetzt muss man mal kurz arbeiten. Ansonsten merkt man, der Prozessor kommt immer gut mit. Aber ganz selten muss er mal kurz... verschlafen. Bumm. So, jetzt habe ich hier, kam noch was im Radio, das habe ich ein bisschen hochgedreht, um gleich mit dem Ton präsent zu sein, mit dem Originalton. Und ja, jetzt kommt normale Radiomusik, sage ich mal. Und Schnitt immer auf den Beat. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich bin hier im Dunkeln angekommen auf dem Campingplatz. Oh. Ja, soweit mein Stand. Ich muss hier jetzt weiter im Feinschnitt arbeiten und werde erstmal loslegen, ohne das aufzuzeichnen. Wenn es mal so eine spannende Stelle gibt, dann machen wir hier an der Stelle weiter.
Nächster Tag, weiter geht's. Ich habe gestern Abend noch, da wart ihr nicht dabei, den Ton noch angepasst. Also die grobe Audiobearbeitung habe ich meine Presets reinkopiert über den gesamten Film. Und habe dann auch schon angefangen, am Anfang etwas weiter zu fein zu schneiden. Und damit kommen wir zum Feinschnitt. Genau, gehen wir doch mal an den Anfang. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Nochmal zur Erinnerung, hier das Intro. Ich gucke mir das ja immer gerne nochmal an, bevor ich weitermache, um da wieder ein bisschen reinzukommen. Bin hier im Dunkeln angekommen auf dem Campingplatz und baue jetzt erstmal mein Zelt auf. Meine Sachen sind gepackt, werfe noch ein bisschen Ballast ab, schmeiß ein paar Sachen ins Auto. Soweit erstmal. Also ich habe hier einen Song gleich drunter gelegt, also der andere war zu Ende mit der Street Music oder Road Music, kann man mal sagen. Und dann kommt mal was Niedliches, morgens muss es immer ein bisschen was Fröhliches sein. Muss nicht, aber es bietet sich halt an. Jetzt habe ich hier den Anfang, einen Clip, man sieht es hier oben in der Timeline. Das Gelbe habe ich ausgewählt oder verwendet. Und eigentlich hätte ich 12 Sekunden Zeit, also diesen ganzen Clip zu verwenden. Ich habe mich jetzt für einen ganz kurzen Ausschnitt entschieden. Und den habe ich noch in Zeitlupe laufen lassen, weil das einfach ruhiger ist. Also man kann das hier in der Timeline sehen, habe ich auf 50%. Damit ist es auch ruhiger, das Bild. Also die Verwacklung ist noch geringer und und es sind dann nur 3 Sekunden, die ich da verwende von den 12. Und genauso hier bei diesem Clip, ich drücke Shift F, sehe dann, kommen dann praktisch in die Timeline rein, oben in meine Mediathek und sehe dann den Clip und den Bereich, den ich verwende. Und hier wäre noch eine Motorsäge gewesen. Ist auch ein bisschen Waldfeeling, wäre ganz nett gewesen, habe ich aber rausgelassen und den Ton komplett mit der Musik überblendet. Hier ist eine Szene unter der Dusche, nicht unter der Dusche, vor der Dusche. Ich habe erzählt, dass ich die Duschkarte abgeholt habe und dass ich bezahlt habe und wie das da funktioniert. Aber irgendwie passte das nicht so richtig rein, da gab es keinen Zusammenhang. Mit den anderen Bildern. Ich hatte da nur 3 Clips und es hatte nicht funktioniert. Und dann habe ich das halt mit Musik überspielt. Ich zeige nur kurz die Karte in der Hand. Ich wollte es halt auch mit reinnehmen. Auch hier der Clip dauert nur 2 Sekunden. Dieser Clip 2 Sekunden. Der Clip dauert 2 Sekunden. Die sind alle komischerweise gleich lang, weil sie nämlich auf den Takt wieder geschnitten sind. Ich kann es nicht lassen. Also hier habe ich eine weiche Überblendung drin, weil das ist ein See und das ist ein bisschen Ruhe und das sind schöne Bilder. Die kann man mal auch weich überblenden. Jetzt wäre es natürlich ganz nett zu erfahren, was für ein See das ist. Ich musste selber noch mal googeln und ist der Blaue See. Hier habe ich schon einen Titel gebaut, aber das machen wir noch mal mit euch zusammen. Ich habe hier meine Ortsinfo, mein Ortsinfo-Text, den ich sonst immer verwende, wenn ich kurz einen Ort einblenden will. Den füge ich hier ein mit Q und ziehe den auf die Länge. Dann würde das jetzt Text eingeben. Blauer See. So. Da wird immer so komisch eingeblendet, was mir mittlerweile überhaupt nicht mehr gefällt, aber. Gut, jetzt habe ich mir überlegt, das habe ich schon mal gemacht oder schon öfter. Ich färbe den erstmal ein in Blau. Oder in Grün. Ich nehme da mal so gerne so ein Grün dafür, so ein Seegras nennt sich das. Das ist eine vorgefertigte Farbe unter macOS. Dann
setze ich den auf 0, so dass er in der Mitte sitzt. Vergrößere ihn mal auf 400%. Jetzt hat er aber ein bisschen gebraucht. Ne? Und dann setze ich einen Effekt, das nennt sich Wasser. Unterwasser, genau. Setze ich drauf. Dann fängt es an so zu wubbeln. Ja, ein bisschen unkontrolliert. Ja, das kann man noch einstellen. Und zwar hier unter Wasser, da kann man die Refraktion etwas geringer einstellen und auch Speed und so weiter. Das muss man mal gucken, so dass es passt. Ja, könnte auch ein bisschen langsamer, die Größe könnte kleiner sein. Also je kleiner, desto kleinere Wellenchen sind da. So. Damit das schön aussieht, kippe ich den Text noch um die X-Achse. Das war ein Skalieren, das kann natürlich nicht funktionieren. X-Achse. So. Und schieb den noch nach unten. Eigentlich könnte er noch größer werden. Also man kann über den Schieberegler hier noch hinausgehen, indem man einfach die Zahl erhöht. Ja, sieht nicht so toll aus. Irgendwas stimmt noch nicht. Vielleicht ist es doch zu stark gedreht. Auf jeden Fall wende ich die Überblendung. Das ist jetzt normal eingeblendet. Das heißt, der Text ist über dem Bild. Da kann man aber noch die Art ändern, wie man das in Photoshop auch kennt. Aufhellen, verdunkeln, negativ multiplizieren. Ich nehme aber farbig abwedeln. So, dass man das deutlicher sieht. Ja. Jetzt wird das hier auch wieder so komisch ausgeblendet. Das kann ich hier ausschalten. Auf- und Abbau kann ich abschalten. So. Sieht das doch ganz nett aus. So, mal sehen, ob es genauso geworden ist, wie ich das vorhin schon gemacht hatte. Da habe ich versehentlich einen falschen Text überschrieben. Na, es wird halt jedes Mal anders, ne? Ja, ähnlich. Okay, gut. Bleibt so drin. Ich habe am Anfang und Ende noch eine Überblendung, damit das genauso wie das Bild dann letztendlich ausgeblendet wird. 20 nach 10. Meine Sachen sind gepackt. So, hier habe ich den Ton von dieser Szene. Meine Sachen sind gepackt. Unter das Bild geschnitten, unter das vorige Bild, so dass der Ton schon vor dem Bild einsetzt. Ja, man macht das gerne. Man nennt das J-Cut, ne, weil das so aussieht wie ein J hier. Ja. Und man macht das, um schon mal den Zuschauer in die Szene mit reinzuholen. 20 nach 10, meine Sachen sind gepackt. Man hat natürlich hier auch die Möglichkeit, hier habe ich zum Beispiel eine kleine Pause hier unten, die dadurch rausschneiden zu können. Ich könnte jetzt hier den Clip teilen, könnte das Audio lösen und praktisch schon den Ton früher anfangen lassen. Ich würde das jetzt hier rausnehmen, dann würde es früher losgehen. Meine Sachen sind gepackt, werfe noch ein bisschen Ballast ab, schmeiß ein paar Sachen. Also es ist immer gut, den Film möglichst zu komprimieren. Also ich habe jetzt eine Stunde, 19 Minuten inzwischen. Ich will den Film noch auf unter einer Stunde kriegen. Und so kann man den Film komprimieren. Man hat Unterhaltung und ja. Und man hat alles gezeigt sozusagen. 20 nach 10. Meine Sachen sind gepackt. Ich werfe noch ein bisschen Ballast ab. Könnte man fast so lassen. Ich mache es aber wieder rückgängig. So. Genau, hier ist der L-Cut. Mit Doppelklick kann ich die Audiospur erweitern. Gut. Das war's erstmal. Ich mache mal einen Feinschnitt weiter und melde mich, wenn es was zu berichten gibt. Hier weiter geht's mit dem Feinschnitt. Mir ist aufgefallen, dass ich damals noch nicht so viele B-Roll-Aufnahmen gemacht habe. Das heißt, ja, zur Hauptrolle, also wenn ich spreche, wenn ich fahre,
auch mal Szenen aufzunehmen von außerhalb oder andere Perspektiven, die ich dann für den Schnitt über den Schnitt legen kann, so dass es nicht so auffällt. Das habe ich relativ wenig gemacht. Aber hier ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich den Nadelwald aufgenommen habe. Und im Laub. Und diese Szene habe ich hier einfach über den Clip gelegt. Also ich fahre hier ganz normal lang, quatsche und hier kommt halt so eine B-Roll, die liegt dann über dem Film und passt natürlich dann auch zur Handlung. Ich spreche gerade über den Nadelwald und dann kommt dieser Nadelwald. Zur linken und im Laubwald. Aber gut, das ist jetzt ja auch nichts Neues. Ich habe hier jetzt eine Stelle, da filme ich, fahre auf einen neuen Stapel zu und dann sage ich, diesen besteige ich aber nicht. Den besteige ich jetzt lieber nicht. Genau. So, jetzt will ich die Szene aber etwas kürzen. Und haben einen ganz kaputten Nadelwald. Hier rede ich gerade wieder über einen kaputten Nadelwald. Einen ganz kaputten Nadelwald. So, an der Stelle will ich diesen Nadelwald sehen und schiebe jetzt den Nadelwald über, ja, das Gesprochene. Das ist jetzt ein L-Cut sozusagen. Ganz kaputten Nadelwald. Ne? Jetzt fahre ich auf diesen Haufen zu. Ja, das würde ich gerne auch schneiden oder beschleunigen. Ich könnte jetzt das beschleunigen, es aber wirkt auch unruhig auf die Dauer. Also mache ich hier einen Schnitt und lösche das raus. So, was passiert? Ganz kaputten Nadelwald. Den besteige ich jetzt lieber. Jetzt hier gibt es einen ganz unschönen Schnitt, weil die Szene einfach zu ähnlich oder zu gleich ist. Harte Schnitte, wenn der Wechsel jetzt komplett woanders hingeht, den verkraftet man besser als eine Szene, die gleich ist oder fast annähernd gleich ist. Den besteige ich jetzt lieber nicht. Jetzt mache ich nämlich Folgendes, ich gehe nochmal zurück und genau, lösche den hier raus, verlängere das etwas und springe gleich in die Szene rein, wo ich auf diesen Holzhaufen zufahre. Und da haben wir einen ganz kaputten Nadelwald. Den besteige ich jetzt lieber nicht. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, besteige ich einen Nadelwald. Also muss da eine etwas längere Pause rein. So, hier mache ich natürlich wieder ein Fade rein. Brauche nur Y drücken. Zack, hat er hier ein Fade reingemacht. Hier kann ich auch gleich einen reinmachen. Normalerweise mache ich das komplett über den gesamten Film. Ich markiere also alle Clips, drücke einmal Y und dann macht er einen Crossfade über sämtliche Clips. Auch wenn ich dann die Audiorolle eingeklappt habe und jetzt hier schneide, dann behält er diese Crossfades bei. Aber das habe ich diesmal nicht gemacht, weiß nicht warum. Ja. Den besteige ganz kaputten Nadelwald. Den besteige ich jetzt lieber nicht. Okay, ich glaube, das sollte von der Pause hier reichen, so dass man nicht den Bezug herstellt. Ich besteige irgendwie einen Nadelwald. Der Wald sieht schon ziemlich fertig aus, ne? Rundrum. So, hier ist mal eine absolute Stille. Hier will ich auch keine Musik haben. Und ja, genieße einfach mal die Ruhe. Ich glaube, das ja, ist auch ganz schön, einfach mal eine Ruhe zu haben oder mal hektische Schnitte zu haben. Ja, so ein Wechsel tut so ein Video auch mal ganz gut. Und dann kann man aus dieser Szene vielleicht dann heraus, weiß nicht, was noch kommt. Also wer Blaubeeren sucht, der ist genial, genau. Ja. Alles voll hier mit Blaubeeren. Da quatsche ich noch über Blaubeeren. Muss ich mal gucken, wie ich damit weitermache. Oh, das komme ich an die schönste Stelle überhaupt. Das war auch so eine absolute Ruhe. Und diese Brücke mit dieser Aussicht. Also das war für mich ein Highlight auf dieser Tour, absolut. Ja, hier kommen wir zu einem Clip. Da fiel mir auch gerade was ein, was ich machen könnte. Ich spiele es mal kurz ab. Ja, das kleine Waldabschnittchen. Ja, warum grinse ich da plötzlich? Bei Schnittchen fiel mir sofort irgendwie ja was zu essen ein. Ja.
Und ja, so kam ich auf die Idee, vielleicht ein Schüttchen Brot oder Brötchen einzublenden, um zu verdeutlichen, ja, was mir da gerade im Kopf vorging. Dazu gehe ich hier zu Pexels und suche einfach mal nach Brot. So, bei Pexels kann man ja alles, was da so rumfliegt, kann man kostenlos benutzen. Man kann auch spenden, hatte ich glaube ich am Anfang schon mal erwähnt. Und ich habe hier irgendwo ein Brötchen gefunden. Hier, das hier. Genau, das kann man hier kostenlos laden. Man muss sich nicht mal anmelden, sondern hier kann man es direkt runterladen. So, das habe ich schon gemacht. Und um das besser zu verarbeiten, stelle ich das frei. Das kann man mit dem Mac recht einfach machen. Dazu öffne ich das Foto mit der Vorschau. Vorschau nennt sich das Programm unter Mac. Und kann jetzt einfach hier unter Werkzeuge Hintergrund entfernen. So, zack, fertig. Das wird einfach als PNG abgespeichert, sodass die Transparenzen, das heißt der Alpha-Kanal, erhalten bleibt. Also der Hintergrund ist dann transparent, wenn man das dann einfügt. Das muss ich jetzt nur noch importieren hier und füge das einfach mit Q ein. Schneide das hier kürzer. Ist natürlich zu groß. Also ein bisschen skalieren. Ja, 75%. Schiebe das vielleicht nach links. Ist immer noch zu groß. So, jetzt mal gucken, wie es vom Timing passt. Ein kleines Waldabschnittchen. Ja. Ja, damit das nicht ganz so stumpf eingeblendet wird, so habe ich ein Plugin. Das gibt es übrigens kostenlos. Und wer Final Cut Pro benutzt, den kann ich das nur empfehlen. Das ist Tab 5A, nennt sich das. Genau, es gibt es kostenlos. Schiebt man einfach drauf und dann kann man hier festlegen, wie das Element dann eingeblendet wird. Fly from left und Out-Animation wäre dann Float to right. Das ist Standard eingestellt. Ja. Ja. Ausblenden brauche ich es eigentlich nicht, weil da sowieso ein Wechsel stattfindet. Deswegen gehe ich auf None. So. Ja. Jo. Dann noch ein bisschen Sound drunter. Habe ich zufällig gerade noch eine Zwischenablage. Genau, den Out, den immer raus. Und muss mal gucken, mit Komma und Punkt kann man das noch frameweise verschieben. So, dass es halt richtig passt. Am besten, man geht in das Video rein und guckt, wo das gerade sich am schnellsten bewegt. Das wäre hier. Und schiebt dann entsprechend den lautesten Peak dann auf die Stelle. Es kommt langsamer rein, als der Ton es suggeriert. Deswegen beschleunige ich das noch ein bisschen. Die In-Time-Zeit machen wir mal auf 0,2. Dann müsste es passen. Ja. Jetzt kommt der Ton aber etwas zu früh. Ein Frame nach vorne. Doch, jetzt passt das schon. Ja, so schmücke ich meine Videos dann teilweise mit, ja, mit Zeug aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Manchmal wird das auch zu viel. Muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu kitschig oder zu kindisch wird. Aber ich glaube, meine Videos sind manchmal ein bisschen kindisch, oder? Jo, lustig, ne? Hier kommt noch eine Fahrszene und da würde ich gerne noch Musik drunter legen. Und dazu markiere ich mir die beiden Clips und stelle den Ton erstmal auf minus 30 dB. So, dann habe ich mir hier wieder dieses Stück ausgesucht, was ich vorher schon verwendet hatte. Ich kann das hier unter Index auch einsehen. Wenn ich einfach Ice eingebe, dann zeigt er mir an, wie oft ich diesen Track dann auch schon benutzt habe. So, das füge ich jetzt mal hier ein. Und stell mal die Lautstärke schon mal auf minus 12. So, diesmal ist es mit Gesang. Ich habe den Titel auch in der Instrumentalversion. Und möchte aber jetzt auch unter diesem Clip, der zuvor kam, auch noch die gleiche Musik legen.
und möchte ihn hier in dem Bereich, wo ich spreche, runterpegeln. Allerdings möchte ich hier in dem Bereich ohne Gesang und hier möchte ich ihn mit Gesang haben. Also ziehe ich mir den Track einfach auf die bis zu dem Anfang und füge jetzt an dieser Stelle die Instrumentalversion ein, so dass die genau übereinander liegen. So, und jetzt schneide ich mir entsprechend hier die, welches Instrumental, die Instrumentalversion bis hierhin. So, und hier schneide ich mir die andere Version vorher ab, so dass hier die Instrumentalversion endet und hier die Version mit Gesang. So, den muss ich auch noch auf minus 12 einstellen. Genau so, dass jetzt hier der Gesang einsetzt. Hier müsste ich dann noch entsprechend runterpegeln. Ich glaube, den Bereich mache ich ganz leise. Auf minus 30 etwa. Und den Bereich lasse ich auf der normalen Lautstärke. Hier pegel ich auch noch mal runter, wo ich anfange zu sprechen. Ja, auch auf minus 30 etwa. Ja, das kleine Waldabschnittchen. Ich habe übrigens doch noch mal Schnittchen drunter geschrieben, damit es klar wird, was ich damit meine. Naja, manchmal muss man halt ein bisschen nachhelfen. Optimal wäre es natürlich, wenn es sofort klar werden würde. Aber eigentlich muss jetzt hier der Schnitt kommen. Hier wollen wir da zwei Frames noch abschneiden. Und hier muss der andere Schnitt sitzen. Der muss genau hier an dieser Stelle sitzen. Da bin ich schon ganz eigen. Also das muss passen. Kilometer. So, und dann müssen wir gleich mit dem Ton wieder runter. Hier möchte ich auf jeden Fall noch ein Reverb einfügen, sodass der Ton Kilometer 27 schön ausklingt. Ah, ich bin jetzt im blanken Felde. Also schmeiße ich hier auch wieder eine Kathedrale drauf. So, lass es mal hier enden. Stell hier die Kathedrale auf 50% und kurz davor mache ich es auf 0, so dass Kilometer 27, so dass der Song hier auch schön ausklingt. Was mir bei der Szene auch noch aufgefallen ist, ich stehe hier direkt vor dem Ortsschild von Miro und habe das auch in der Kamera im Blick. Ich habe ja hier die GoPro, das ist jetzt die 11er, aber ich hatte ja damals die 9er verwendet und ich habe hier vorne halt auch ein Display, wo ich mich sehen kann, wo ich auch die Bildaufteilung sehen kann, so dass ich sehe, dass im Hintergrund auch das Schild mit im Bild ist. Ja, was auch wichtig, mir immer wichtig ist, dass der Kopf nicht genau in der Mitte ist. Ist hier fast so, aber ich achte eigentlich in der Regel drauf, hier zum Beispiel, dass der Kopf immer im oberen Bereich ist, sodass oben nicht mehr so viel Luft ist. Ich sehe es ganz oft in Videos, dass der Kopf tatsächlich im Fadenkreuz ist, direkt in der Mitte. Und da ist immer so viel Himmel zu sehen. Also das ist mir immer wichtig. Das wäre jetzt ein Negativbeispiel, aber man kann ja nicht immer drauf achten. Aber in der Regel, in der Regel bin ich immer im oberen Bereich, sodass von dem Körper noch was zu sehen ist. Ja, das sind einfach so Dinge, wo ich drauf achte und mir das Display sehr dabei hilft. Ja, wieder neuer Tag. Ja, ist schon wieder spät, 11:30. Ich habe mich gerade erst wieder vor den Rechner gesetzt, also 11:30 abends. Ich hatte heute überhaupt keine Lust zu schneiden. Eigentlich wollte ich das Video schon vorgestern fertig machen am Sonntag, aber ja, es läuft halt so, wie es läuft. Ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Ich habe halt Spaß dran. Wenn ich mal dran sitze, dann kann ich gleich mehr aufhören. So geht es mir meistens. Jo, ich komme jetzt so dem Ende entgegen. Das sind nur noch 4 Minuten zu schneiden, aber das können sich auch noch mal 1-2 Stunden ziehen. Nein.
Legen wir mal los, da kommt so eine, gleich so eine Szene. Ach, ich bin wieder am Meckern gewesen. Ja, hier auch mal. Ich spiel einfach mitten auf die Straße. Also ich habe schon viel genörgelt, als ich aus Waren rauskam. Ein paar Sachen habe ich tatsächlich dann auch weggeschnitten, weil das wirklich nur schlechte Laune macht. Also meine Tour war zu Ende, mein Urlaub war zu Ende, jetzt das Wochenende war zu Ende. Ich kann mich da auch nicht beherrschen, dann bin ich am Rumnörgeln. Na jedenfalls werde ich die Szene auch noch rauslöschen. Ja, hier auch ein Beispiel, einfach mitten auf die Straße. Ich kann mich da auch richtig reinsteigen. So, jetzt komme ich zu einer Szene, da komme ich zu einem, na, wo ist es denn? Hier, zu einer Schiffsschraube. So, das ist im Original. Ich lasse es mal in doppelter Geschwindigkeit laufen. Tja, was für eine Schraube. Durchmesser? Steht gerade dran. Jedenfalls 97 Umdrehungen pro Minute. Darf ich nicht dazwischen kommen? Hey, hey. Hab ich noch? So, das sind jetzt 1, 2, 3 Clips. Ja. Kann man so lassen. Man könnte es so veröffentlichen, keine Frage. Aber gefällt mir nicht. Ist einfach zu langatmig. Das wären jetzt 34 Sekunden insgesamt. Da machen wir 10 Sekunden draus. So, ich fahre jetzt hier auf die Schraube zu. Mache hier einen Cut. Also ich bin hier praktisch angekommen. Dann nehme ich aus dem zweiten Clip. Ja, was für eine Schraube. Durchmesser? Jetzt gucke ich auf die Säule. Okay, nehme diesen Part hier raus, schiebe den zurück. Dann nehme ich hier aus dem Video ein. Wo, jetzt könnte ich hier noch näher ran. Was für eine Schraube. Inpoint. Upp, jetzt bevor ich rüberschwenke. Zack. Nehme ich den Teil. Und füge den. Tja, was für eine Schraube. Durchmesser? Moment, jetzt könnte ich nämlich hier... Was für eine Schraube? Jetzt füge ich den hier ein. Dann kann man gleich den Ton noch ein bisschen drunter legen. Tja, was für eine Schraube. Durchmesser? So, jetzt schneide ich hier ein Stückchen weg. Ist zu viel. Durchmesser? So, jetzt gucke ich auf die Säule. Schneide das hintere weg und jetzt zeige ich ein Stückchen von der Säule. Genau, hier. Und füge das hier ein. So. So, steht gar nicht dran. Schneide ich hier weg. Steht gar nicht dran. Jedenfalls 97 Umdrehungen pro Minute. Da will ich nicht dazwischen kommen. Hey, hey, hey. Gut, jetzt kommt die Szene noch mit der Schraube, wo ich einmal drumherum filme. Und die Szene nehme ich ganz einfach damit rein, wo ich sage, da will ich nicht drunter kommen. Umdrehungen pro Minute. Da will ich nicht dazwischen kommen. Das passt doch. Das legen wir jetzt hier genau drüber. Da können wir natürlich auch den Ton ausschalten. Ich könnte auch die Autospur einfach runterziehen. Aber ich will es ja etwas clean haben. Pro Minute. Da will ich nicht dazwischen kommen. Hey, hey, hey. Habe ich noch? Passt doch, super. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Das ist doch länger geworden, ne? Ja, 14 Sekunden. Ja, das rafft das Video unwahrscheinlich und bringt's. Tja, was für eine Schraube. Durchmesser? Steht gar nicht dran. Jedenfalls 97 Umdrehungen pro Minute. Da will ich nicht dazwischen kommen. Hey, hey, hey. Habe ich noch? Was jetzt mich noch stört, dass da zwei Cuts drin sind, die sehr ähnlich sind. Durchmesser? Ja, das. Steht gar nicht dran. Im Prinzip gucke ich ja hier auf die Säule, deswegen kann ich da auch näher rangehen. Gehen wir mal kräftig ran.
Gut, das geht jetzt zu Lasten der Qualität, aber das ist nicht so wichtig. Hier oben rechts sieht man hier oben hier noch so ein störendes Element von dem anderen Flügel. Das nehme ich gerne noch mit raus. Wobei, man sieht es vielleicht beim Schwenk. Ja. Kann man noch ein bisschen näher rangehen, so dass das Logo rechts noch zu sehen ist und ja, vielleicht die gesamte Säule oder die Beschriftung. Ja, so ist doch nicht schlecht. Und jetzt hat man nicht mehr das Problem, dass es an zwei Schnitten störend wirkt, sondern Perspektive ist zweimal anders. So komplett anders, dass man das als normal oder gut empfindet. So, gucken wir uns das nochmal an. Durchmesser. Steht gar nicht dran. Jetzt kann ich hier noch etwas den Fokus auf die Säule richten. Dann nehme ich dieses Zoom-Tool hier, füge das ein. So, und muss ich hier wieder kürzen. Also alternativ zu diesem Kürzen hier könnte ich auch einfach markieren und H drücken. Habe ich so eingestellt als Hotkey. So, der zoomt auf den Rasen. Das bringt mir natürlich jetzt auch nicht viel. Bei diesem Zoom-Tool kann ich direkt über so ein Fenster sagen, wo er hinzoomen soll. Ist so ein kleines Plugin, das kann man sich auch unter Apple Motion selber bauen. So, Umdrehung pro Minute steht da. So, mal sehen, wie es aussieht. Steht gar nicht dran. Ja, kommt ganz gut. Das könnte ein bisschen schneller gehen. Das kann man einstellen. Ach, ich hatte es ja schon mal gezeigt. Ist schon ein paar Tage her für euch. 20 Minuten wahrscheinlich. 0,5. So, das ist... Steht gar nicht dran. War ein bisschen kurz, ne? Man kann gar nicht richtig lesen. Steht gar nicht dran. Gibt es auch einen Trick. Dann machen wir einfach hier eine Zeitlupe. Dann haben wir eine Zeit. Da ich ja mit 60 Frames gefilmt habe und der Film mit 30 nachher rausgeht, kann ich den verlangsamen um die halbe Geschwindigkeit. So, jetzt muss ich natürlich auch den Zoom-Tool wieder, das Zoom-Tool wieder anpassen. Steht gar nicht. Ups. Wieso springt er zurück? Weil ich hier den Abbau drin habe. So. Es geht gleich weiter. Steht gar nicht dran. Jedenfalls 97 Umdrehungen pro Minute. Da will ich nicht dazwischen kommen. Heieiei. Habe ich hier noch? Hier stört mich dieser Wegschwenk. Habe ich hier noch? Wollen wir den in den nächsten Clip mit reinnehmen oder sage ich da irgendwas, was ich schon weghaben wollte? Ja, habe ich. Ja, das Ja wollte ich immer. Ich sage immer Ja am Anfang. Oder so. Und das schneide ich inzwischen raus. Mittlerweile mache ich es nicht mehr so, aber vor 2 Jahren oder 3 war das schon, 2,5. Steht gar nicht dran. Hat mich das so genervt beim Schneiden nachher, dass ich das so verinnerlicht habe, dass ich meistens nicht mehr so sage. So. Jedenfalls. Also man lernt sich auch selbst so ein bisschen zu reflektieren beim Videomachen. 97 Umdrehungen pro Minute. Da will ich nicht dazwischen kommen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass das hier so langsam klingt. Es ist ja verlangsamt. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch irgendwie ein Grundrauschen habe. Super, ja. Hier habe ich noch ein normales Grundrauschen. Und vielleicht noch aus diesem Clip. So, passt doch. Machen wir den Y drunter. Hier machen wir den Ton weg. Könnte ich mir auch mal einen Shortcut anlegen. So. Durchmesser. Zu lang, zu lang. So. Steht gar nicht dran. Jedenfalls. Steht gar nicht dran. Das kann ich auch noch mit reinnehmen. Dann habe ich nicht so eine große Langeweile und der Clip wird auch ein bisschen kürzer wieder. Ups. Jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt habe ich schon wieder meine Audio zerschossen. Zack. Steht gar nicht dran. Jedenfalls 97 Umdrehungen pro Minute. Da will ich nicht dazwischen kommen. Heieiei. Habe ich hier noch? Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Es ist ja normalerweise nicht immer so aufwendig, wenn ich jetzt normale Szenen habe, wo ich Rad fahre.
Aber gut, da sitzt man jetzt 2-3 Minuten dran und kann das Video nochmal raffen und hat trotzdem Videomaterial, man hat was zu gucken. Macht die Sache schon interessanter. Steht gar nicht dran. Jedenfalls 97 Umdrehungen pro Minute. Da will ich nicht dazwischen kommen. Habe ich noch? Gut, super. Ja, dann mache ich mich mal an den Endzügen und dann wird noch ein bisschen dekoriert. Wobei ich das meiste schon gemacht habe. Ah, so, jetzt wieder nächster Tag und ich bin eigentlich fast so weit, dass ich das Video fertig habe. Jetzt möchte ich es noch ein bisschen ausschmücken mit so Kleinkram und Gadgets. Jo, immer ein schöner Moment, wenn das Video fast fertig ist. Ja, jetzt wollte ich erstmal die Uhr setzen. Ich habe ja ab und zu ja so eine Analoguhr, die ich einblende. Und ich habe mir so ein paar Stellen in dem Video jetzt markiert. Die finde ich hier im Index. Habe ich einen Marker gesetzt, wo ich diese Uhr einfügen möchte. Suchen wir mal näher ran. So. Bis ich noch meine Sachen ins Auto gebracht habe. Da erzähle ich, dass ich wieder spät aufgestanden bin. Ihr kennt das ja. So. Dazu habe ich hier so eine Uhr. Schauen wir mal in den Titeln. So sieht die ursprünglich aus. Die habe ich mir irgendwo runtergeladen. Und die ist ganz cool. Da kann man alles Mögliche einstellen. Natürlich zuerst mal die Uhrzeit hier über den Winkel, wie auch immer das gemacht wird. Und die Größe natürlich. Ich kann auch einzelne Elemente einfach ausblenden oder die Farbe ändern oder die Breite ändern. Das ist echt ganz cool. Die Uhr habe ich mir ein bisschen angepasst in Apple Motion. Apple Motion ist ja so ein Pendant zu After Effects, dem man ein paar Effekte machen kann, Titel sich bauen kann, Überblendung und so weiter. Ich öffne das mal kurz in Motion. Ja. Hier ist diese Uhr, da habe ich einiges für mich angepasst. Ich weiß es schon nicht mehr, es ist schon fast 2 Jahre her, dass ich das angefasst habe. Naja, jedenfalls zurück zu Final Cut. Ich lösche diese Uhr wieder raus, nehme eine aus meinen Vorlagen. Ich habe nämlich hier die Uhr mir so angelegt, wie ich sie brauche. Kopiere das einfach raus, füge das hier an diesen Marker ein. Na? Genau. Und muss natürlich die Uhrzeit manuell einstellen. Also soweit funktioniert das nicht automatisch. Dazu gehe ich hier in den Clip, hole mir die Information, wann das aufgenommen worden ist. Das war jetzt 11.06 Uhr. Und die Uhrzeit stelle ich jetzt hier manuell ein. So, 11.06 Uhr. Ja, die steht hier oben, die Uhr. Jetzt positioniere ich die an der Stelle, wo ich sie erstmal gebrauchen kann, wo man sie auch gut sehen kann. Dazu habe ich hier im Titel die X- und Y-Koordinaten und verändere die so weitgehend, dass ich sie am richtigen Fleck habe. Ich will sie jetzt von links oben nach rechts unten haben. Also gebe ich hier statt minus 73, 73 ein, dann ist sie rechts und statt dem Y-Wert 36, minus 36, zack, ist sie schon unten. So, wie spät war es? Es war 11.06 Uhr, glaube ich. Ne? Ja. So, und jetzt stelle ich mal die Uhrzeit ein. 11.06 Uhr. Ist ein Blödsinn eigentlich, aber jo. Hier haben wir 11 Uhr. Ja, es ist dann 33. So. Genau. Damit noch nicht genug. Ich will ja, dass die Uhr sich mal so ein bisschen bewegt. Also es muss ja etwas Action auch in die Uhr rein. Dazu gehe ich hier in den Video-Editor. Und dazu habe ich mir hier, den muss ich löschen. Entschuldigung. Habe ich mir hier 3 Keyframes gesetzt. An der Stelle, wo sich die Zeiger bewegen. Und der Zeiger soll sich nicht nur einfach um 1 Minute bewegen. Nein, er soll überschießen über die Minute und ein kleines Stück wieder zurückschlagen. Wie so eine Bahnhofsuhr. Ja, ich zoome mal ein bisschen näher an, damit man das hier sieht. So, gehen wir hier auf 400%. Gehen wir hier in die Ecke. So, jetzt soll das groß genug sein. Genau, ich gehe hier auf 11.06 Uhr. Ich habe den Keyframe gerade gelöscht, deswegen muss ich es nochmal machen.
Das war 333. Und jetzt gebe ich hier 8 Grad mehr ein. Das wären also 333 plus 8 sind 341. Ups, nee, ist nicht ganz richtig. Ich muss immer 333,8, sowas. Genau. Und dann im nächsten Keyframe gebe ich dann an ein 333,5. So. Jetzt sieht das dann so aus. Sieh noch meine Sachen. Hat man es gesehen? Nee, irgendwie hat man es nicht gesehen. Doch, hier geht sie wieder ein Stück zurück. Zack. Zack. Ich rendere das mal kurz, damit man das besser sieht. Bis ich noch meine Sache. Ja, ist ein bisschen weit. Müssen wir mal ein bisschen weiter auseinanderziehen. Die Keyframes, damit der. Damit man es besser sieht. So, jetzt hat man es gesehen. Sieh noch meine Sache. Ja, so muss es sein. So, diesen Clip nehme ich jetzt und kopiere ihn an jede Stelle, wo ich eine Uhr vorgesehen habe. Und das geht eigentlich relativ schnell dann. Gut, als nächstes möchte ich die Tourdaten mal wieder einfügen. Das habe ich das erste Mal auf der Bodensee-Tour gemacht. Und da habe ich mir die Vorlage erstellt und seitdem benutze ich die immer gerne mal wieder. Nachdem ich beim Bäcker war, habe ich so ein bisschen die Orientierung verloren. Oder hier, das ist meine Vorlage. Da habe ich hier ein Screenshot vom Nyon, also von einem, ich weiß gar nicht, wie die App jetzt heißt. Connect, E-Bike Connect, genau. Und da habe ich ein paar Screenshots gelegt. Und dann ist da eine kleine Animation drin, wird das eingeblendet. Und da ist eigentlich auch ein Sound. Wo ist denn der Sound hin? Den habe ich vergessen, meine Vorlage zu kopieren. Das hole ich mal kurz nach. Jetzt habe ich die Soundeffekte drin. Und genau, das ist hier einmal ein ganz normaler Wusch, den habe ich auf 200% gemacht. Also 200%, also doppelte Geschwindigkeit, weil sonst das nicht mit dem Einfahren des Bildes übereinander liegen würde. So, und das gleiche geht hier beim Rauswischen. Da habe ich den gleichen Effekt genommen, einfach rückwärts laufen lassen. Ich gehe mal hier in den Editor und das schnell rückwärts. Genau, das Ding füge ich jetzt einfach ein. Ich markiere mir dazu alles und füge das in meine Timeline ein. So, mal komplett zoomen. Ich habe mir die Stelle auch markiert mit Tourendaten. Ne, Tourdaten habe ich geschrieben. So, hier. Ja, springen wir an die Schnelle. Springen wir an die Stelle. Fügt das ein. Jetzt fragt er, ob er die ganzen Daten mit rüber kopieren soll von einem anderen Projekt, also von meinen Vorlagen. Das sage ich natürlich ja. Und reicht das völlig aus? Irgendwie ja. So schwer wie das. Im Prinzip wäre es fertig. Ich muss noch die Daten austauschen. Pro Akkus müsste ich nochmal aufladen. Mache ich entweder mit der Powerbank oder ich stelle. Dazu kopiere ich mir den ganzen Quatsch nochmal. Ich halte die Optionstaste einfach gedrückt, ziehe es daneben. Jetzt habe ich es doppelt. Ich mache das aus dem Grund, weil ich jetzt die neuen Bilder da einfüge und die sind dann anders geliert, anders beschnitten. Und dann werde ich einfach die Eigenschaften von dem einen auf das andere übertragen. So habe ich dann weniger Arbeit. So, jetzt muss ich mir einfach noch die Bilder raussuchen. Nee, das war mein Ausflug in Tech, der ist. Ja, ich mache nicht jeden Tag so ein Tutorial. So. Genau, das ist jetzt die richtige Tour. Jetzt wird das hier einfach eingefügt. Von Anfang ersetzen. Das gleiche Bild hier auch nochmal. Von Anfang ersetzen. Dann kommt das zweite Bild. Das kommt da rein. Von Anfang ersetzen. Und das dritte kommt dann hier rein. So. Genau, jetzt sieht man, dass es in der Mitte ist ja noch der graue. Hintergrund ist auf der linken Seite. Jetzt kopiere ich einfach die Eigenschaften mit Command-C. Hier Eigenschaften reinkopieren, Position zuschneiden. Und diesen Quicktime-Animator brauche ich nicht. Den hatte ich, der ist ja schon drin.
transformieren, skalieren, zuschneiden. So, das gleiche machen wir hier auch. So, sieht das richtig aus? Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Genau, oben ist die Karte. Und hier unten, wenn ich das ausschalte, sind nochmal so andere Tourdaten. Das habe ich mir irgendwie so zurechtgeschnitten, hingebappt, fertig. Jo, jetzt gucke ich noch, ob das an der richtigen Position auftaucht. Das ist immer ganz gut, wenn ich hier anfange zu labern. Manche, oder es ist ja auch teilweise dann noch langweilig. Und so hat man noch ein bisschen was nebenbei zu lesen. Jetzt kann man noch entscheiden, ob man es lieber links oder rechts macht, aber... Jetzt an der linken Stelle passt das, denke ich mal, ganz gut. Ja, und ansonsten GoPro-Akkus müsste ich nochmal aufladen. Mache ich entweder mit der Powerbank oder ich stelle das irgendwie. Nee, ich schiebe das nochmal an eine Stelle, wo ich wirklich über die Strecke rede. Naja, das mache ich jetzt alleine. Da müsst ihr nicht zugucken. Und jetzt kommt noch mein Logo. Genau, nochmal Call to Action wird eingefügt, also Instagram und YouTube müssen da mit rein. Mein Logo habe ich schon eingefügt am Anfang, das habe ich auch schon ein paar Mal vergessen, wem es aufgefallen ist. Nee, ich glaube, es gefällt nicht auf. Ja, das ist ja hier, na, wo ist es? Ist es nicht rausgefallen, hoffentlich. Nee, wie auch immer, ich muss es nochmal kontrollieren. Ja, hier ist es, Gott sei Dank. Was ich dann mache, ich gucke mir das Video hier auf dem Rechner nochmal komplett an, ob es irgendwelche Kleinigkeiten gibt, die nicht in Ordnung sind. Und dann wird das gerendert. Dann lade ich es hoch und dann gucke ich es mir nochmal auf YouTube an, bevor ich es dann veröffentliche. Da sind mir dann immer noch Fehler aufgefallen, dass irgendwie eine Verknüpfung, Dateiverknüpfung gefehlt hat. Dann hast du plötzlich einen fetten roten Bildschirm. Das geht nicht. Also... Nee, man muss das nochmal Probe gucken, unbedingt. Gut, ich mache jetzt erstmal hier das weiter und dann zeige ich euch noch die nächsten finalen Schritte. Ich habe mir das Video jetzt nochmal durchgeguckt, die eine oder andere Stelle ein bisschen fein getuned und meine Call-to-Action-Buttons eingefügt, hier wie dieses YouTube-Abonnieren-Button oder hier ist mein Instagram-Saftrad, genau. Ja, das nennt sich ja Call to Action, also den Zuschauer auffordern. Ja, mach doch auch mal was. Jo, jetzt geht's ans Exportieren. Das Video ist fertig. Ich hoffe, dass da keine Fehler drin sind. Ist immer ein toller Moment. Aber bevor ich das mache, man kann es auch später machen, aber ich mache es jetzt. Ihr kennt ja sicher die Sprungmarken unter den Videos. Ich zeige es euch mal. Ich habe hier mal ein Video von mir aufgemacht. Da kann man ja hier vorspulen. Man sieht, um welches Kapitel es sich handelt und kann dann entsprechend in der Videobeschreibung, steht das auch weiter unten drin, kann man direkt draufklicken und dann springt man direkt an den Punkt. Ich hätte gerade eine Bäckerei. Genau. Und das möchte ich jetzt erstellen. Das kann ich natürlich nachher im fertigen Video machen. Ich könnte mir das angucken, die Zeiten reinschreiben und den Titel von der Sprungmarke. Ich habe aber ein geniales Tool, das habe ich gekauft, das ist ein Plugin. Das nennt sich hier auf dem Herzchen Creator's Best Friend Extension. Das hat mich 10 Euro gekostet, aber es hat sich gelohnt. Und zwar habe ich nämlich während des Schneidens immer schon so kleine Kapitelmarken gesetzt. Man kann ja normale Marker setzen, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Marke setzen wollte, M drücken. Da wird eine normale Marke gesetzt, Doppelklick. Dann kann ich mir eine Aufgabe erstellen, wie zum Beispiel vorhin mit der Uhr, dass ich mal da genau hinspringe, wo ich nur eine Uhr einzufügen habe, oder ich setze ein Kapitel. Ich könnte jetzt das Kapitel bla bla nennen oder wie auch immer. Und da wird das mit aufgeführt. Um diese Liste jetzt zu erstellen, brauche ich einfach nur mein Projekt in dieses Fenster reinziehen. Und dann... Ja, da waren wohl die Abstände zu kurz, werden automatisch diese Sprungmarken erzeugt. Die kann ich so dann nachher in die Videobeschreibung kopieren. Ob jetzt diese Sprungmarken für so ein Tourenvideo sinnvoll sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Es ist für mich kein großer Aufwand und ich selber weiß auch nachher,
wenn ich mal irgendwas suche, mir das Video selber mal angucke, weiß ich dann, okay, da war ich in Malchow, hier war ich in Waren und kann dann direkt an den Punkt springen. So, das mache ich später jetzt. So, lösch mal wieder das Ding raus und gehe jetzt ans Exportieren. Achso, Color Grading habe ich diesmal nicht gemacht. Ich habe ja ein bisschen vielleicht mal in der Helligkeit gespielt, aber ich habe in normalen GoPro-Farben aufgenommen und da jetzt gar nichts großartig gemacht. Ich werde in Zukunft im Flat-Modus filmen. Das heißt, man muss unbedingt was nachbearbeiten, weil sonst das Bild flach aussieht. Man hat aber dadurch viel mehr Möglichkeit, Farben und Schärfe einzustellen. Ich habe in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren, ja, mit der Sony halt auch in HLG 3 gefilmt. Das ist halt auch ein, ich glaube, 10-Bit-Verfahren, wo man halt auch, also HDR-Verfahren, wo man halt unbedingt ja, nachbearbeiten muss. Das musste ich auch immer machen und das Bild ist wesentlich besser. Es ist wesentlich besser. Also es lohnt sich der Aufwand, finde ich, auf jeden Fall. Ich werde es in Zukunft auch machen. Aber hier damals, das war ja 2021, habe ich das noch nicht gemacht. Wie auch immer, ich exportiere das Video jetzt mit einer 4K-Auflösung, einem schnellen Renderdurchgang und das werden 22,38 GB und los geht's. So, wo packe ich das denn hin? Erstmal, ich packe es auf meinen Desktop. Nee, ich packe es gleich auf die SSD wieder zurück. So, zack. Ja, er fängt jetzt an zu rendern. Das Video ist knapp eine Stunde lang. Ich schätze mal, dass er so eine halbe Stunde bis 40 Minuten rendert. So, der Upload ist gerade fertig geworden. Ich konnte gar nicht so schnell Aufnahme drücken. Hat ungefähr 43 Minuten gedauert, diese Stunde Video zu rendern. Also ich finde das sagenhaft für so ein günstiges Gerät. Also den MacBook, für den habe ich 600 Euro bezahlt, meine ich, oder 700 vor 2 Jahren, M1 Mac Mini. Klar, da kommt noch Bildschirm, Tastatur und so weiter dazu. Ich finde das sagenhaft, wie zuverlässig und ja, wie viel Spaß es einfach mit dem Gerät macht. MacBook werde ich mir wahrscheinlich auch mal wieder zulegen und naja, jedenfalls, Video ist fertig und der Upload wird etwa eine halbe Stunde dauern oder ziemlich genau eine halbe Stunde. Dank Glasfaser habe ich 100 Mbit pro Sekunde. Ja, da geht schon einiges durch. Und dann braucht YouTube dann auch noch mal etwa ja, 1, 2, 3 Stunden, bis das dann in 4K vollständig verfügbar ist. Da habe ich noch Zeit, Thumbnail zu machen, die Videobeschreibung. In der Videobeschreibung muss ich den Komoot-Link nochmal anpassen. Eventuell noch irgendwelche Erwähnungen einfügen oder irgendwelche Links, die ich versprochen habe, muss ich natürlich dann auch da noch einfügen. Jo, ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr abgeschreckt, meine ganze Aktion. Ich mache einen tierischen Aufwand. Im Prinzip könnte ich in 2 Abenden so ein Stundenvideo fertig machen mit Grobschnitt, Audio noch mal kurz normalisieren, anpassen und hochjagen. Aber ich finde, es macht einfach mehr Spaß, wenn man ein bisschen mehr Mühe reinsteckt und die Videos ansprechender sind. Was viel Arbeit macht, ist tatsächlich Musik auszusuchen, die Musik dann passend auch einzufügen, die nochmal auf Takt zu schneiden und ja, einfach ja, das Timing richtig hinzukriegen. Das macht mir viel, kostet mich viel Zeit, aber es macht mir halt auch tierisch Spaß. Und ich nehme mir jedes Mal vor, komm, mach's einfacher, mach das Ding schnell fertig. Aber nee, ich mache da immer eine kleine Wissenschaft drauf. Ich habe es euch ja versprochen, ich wollte euch am Ende des Videos noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ich versuche, mich mal kurz zu fassen, das Video ist schon so lang geworden. Also bevor ihr loslegt mit Videoschneiden, Video selber produzieren, ihr müsst euch bewusst sein, dass es sehr zeitintensiv ist. Und ihr müsst auch Lust mitbringen. Und wenn das der Fall ist, dann macht es einfach. Einfach loslegen, mal ein paar Videos zusammenschustern und am besten aber erstmal der Familie oder den Freunden zeigen, bevor ihr dann mit YouTube loslegt. Denn das erste Video, YouTube-Video, sollte schon eine gewisse Qualität mit sich bringen. Und ich würde euch dann empfehlen, wenn ihr im YouTube-Kanal startet, auch ein paar Videos im Petto zu haben. Denn
Es wird wohl kaum ein Zuschauer euch abonnieren, wenn er nicht weiß, es kommt noch mehr. Also ganz optimal wäre es natürlich, wenn ihr eine mehrtägige Tour macht und ihr habt schon ein paar Videos geschnitten und ihr könnt schon mal das nächste Video ankündigen. Ja, während der Tour und Filmen, da würde ich euch auf jeden Fall raten, achtet auf den Bildausschnitt. Guckt, dass ihr mit eurem Gesicht nicht unbedingt in der Mitte seid, sondern beachtet den goldenen Schnitt, die Zweidrittelregel. Achtet auch ein bisschen auf Hintergrund, wenn ihr vor dem Kirchturm steht, dass der auch schön mit Bild gestaltet ist. Wilde Schwenks würde ich vermeiden, also ich tue es möglichst. Möglichst die Kamera langsam bewegen. Klar, auf dem Fahrrad ist das nicht immer möglich, aber dann lieber schneiden, wenn ihr schwenkt auf dem Objekt, schneidet kurz, zeigt das Objekt. Die Schwenks schneide ich immer raus. Dann achtet darauf, dass ihr ungewöhnliche Perspektiven zeigt. Ihr habt einen Stick, zieht ihn aus, haltet ihn mal runter, zeigt mal das Hinterrad oder das Vorderrad oder euch mal von unten oder haltet den Stick mal andersrum, direkt über die Straße. Also natürlich will ich jede Haftung dafür ausschließen, dass ihr euch dann nachher auf die Nase legt. Wichtig ist auch, B-Rolls aufzunehmen, also Schnittbilder. Dass wenn ihr mal irgendwas sprecht und ihr versprecht euch, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Bilder einzublenden und den Schnitt hinter diesen Bildern durchzuführen. Zum Schnitt selbst kann ich euch nur empfehlen, lernt Shotcuts. Ganz wichtig, zumindest I, O, E, also Input, Output, einfügen, Leertaste für Pausieren, Anhalten und so weiter. Das erspart euch enorm Zeit. Und ja, vielleicht jede Woche einen Shortcut oder mit jedem Video einen Shortcut hinzulernen, das bringt eine Menge. Ich halte nämlich von zusätzlichen Eingabegeräten nicht viel, weil man doch immer hingucken muss und dann mit der Technik auch noch mal beschäftigt ist, wenn man das nicht jetzt im professionellen Bereich macht, wo man den ganzen Tag davor sitzt, sehe ich da schon eher den Sinn dahinter. Genau, der Blick sollte halt möglichst immer auf dem Bildschirm bleiben, deswegen Shortcuts, Tastatur. Zum Schnitt selbst immer harte Schnitte verwenden. Harte Schnitte sind Standard. Überblendung dann auch nur gezielt einsetzen, wenn sie wirklich Sinn machen. Und zur weiteren Gestaltung das Video möglichst komprimieren. Also es sollte in jeder Sekunde ein gewisser Unterhaltungswert in dem Video stecken. Deswegen versuchen, ihr habt ein 1,5 Stunden Video, das auf die möglichst kurze Zeit zu komprimieren, aber dennoch viele Bilder zu zeigen. Man lernt bei jedem Video dazu. Ich habe selbst bei diesem Video einiges wieder dazu gelernt, weil es eine völlig andere Art war an Videos, die ich sonst produziere. Schaut Tutorials, schaut euch Effekte-Tutorials an, um Ideen zu haben im Hintergrund. Ach, das habe ich schon mal gesehen, das würde hier gut passen. Dann könnt ihr darauf zurückgreifen und Effekte einsetzen. Ja, andere Videos schauen, andere gute Videos schauen. Ihr werdet die Videos, wenn ihr selber welche schneidet, die Videos durch eine ganz andere Brille schauen. Mein Tipp, mein persönlicher Tipp, rennt nicht jedem Trend hinterher, Schnitttrend oder wie auch immer. Das werden dann immer so eine Masse an Videos oder Kanälen, die ähnlich sind und da hebt ihr euch einfach nicht hervor. Ich kann nur empfehlen, macht euer Ding so, wie ihr das für euch für richtig haltet und es wirkt nachher, denke ich mal, am ungezwungensten. Da braucht ihr bei YouTube ja noch ein Thumbnail, also das kleine Bildchen, was nachher angezeigt wird. Ich kann euch nur empfehlen, macht es möglichst reduziert, ganz klar strukturiert, keine unruhigen Bilder, möglichst wenig Elemente drauf, wenig Text. Ich sage immer so 3 Elemente, ich, Fahrrad und ein Wort vielleicht oder maximal 3 Wörter. Wenn ihr Thumbnails habt mit ganz viel Text und Symbolen und unruhigen Hintergrundbildern, der Zuschauer guckt sich eine Sekunde lang das Bild an, wenn überhaupt, und schaut dann weiter nach anderen Thumbnails und klickt dann eher lieber da drauf. Also reduzierte Thumbnails sind aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen YouTube-Radler auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnte. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren auch Tipps gebt und freue mich auf einen regen Austausch. Ich danke fürs Zuschauen und fürs Durchhalten. Bis denn.
Tschüss, euer Matthias.